Willkommen zu einer neuen Folge Kümmer Tutorials, meine Lieben. Heute häkeln wir dieses süße kleine Osterkörbchen. Ja, ihr könnt es natürlich auch als anderes Körbchen verwenden. Ich werde euch zeigen, wie das Muster funktioniert und wie ihr an sich den kompletten Osterkorb häkelt. Der ist natürlich nicht so groß. Wenn ihr natürlich ein anderes Garn verwendet, wie zum Beispiel für eine Nadelstärke 4, wird der Korb viel größer. Ich habe jetzt hier Baumwolle verwendet und ihr seht ja, es ist ein schöner, stabiler Korb mit Henkel. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, einen Kommentar und natürlich ein Abo meines Handarbeitskanals freuen. Ich wünsche jetzt viel Spaß und los geht's. Für dein Körbchen brauchst du ein Garn. Ich verwende hier ein Baumwollgarn von Next Yarns und zwar Cotton 125. Die sind etwas derber vom Material her und dadurch hat der Korb auch eine schöne Standfestigkeit. Des Weiteren brauchst du eine Schere, eine Häkelnadel. Ich verwende hier die Clover Häkelnadel in der Stärke 2,5. Ein Maschenmarkierer und eine Nähnadel. Wir starten jetzt mit einem Fadenring mit insgesamt 6 festen Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und 6. Fadenring festziehen. Wir häkeln den Boden mit festen Maschen und jetzt starten wir natürlich, indem wir die 6 Maschen verdoppeln auf insgesamt 12 feste Maschen. Dazu verdoppeln wir jede Masche. Das heißt, wir stechen die erste Masche ein, häkelt eine feste Masche, stecht nochmal in die erste Masche ein und häkelt eine zweite feste Masche. So, jetzt haben wir die erste Masche verdoppelt. Das machen wir jetzt mit den restlichen 6 Maschen auch, damit wir auf 12 feste Maschen kommen. Habt ihr jetzt jede Masche verdoppelt, habt ihr jetzt insgesamt 12 feste Maschen. Und jetzt setzen wir unseren Markierer und gleichzeitig häkle ich jetzt noch hier das lose Ende einfach mit ein. In der nächsten Runde verdoppeln wir jede zweite Masche. Das heißt, wir stechen jetzt in die erste Masche ein. Ich lege hier mein loses Ende mit drüber. Das häkle ich jetzt mit ein. Eine feste Masche. Und jetzt stecht ihr in die zweite Masche. Und dort häkelt ihr 2 feste Maschen in die zweite Masche. Und so verdoppeln wir jetzt jede zweite Masche. Nochmal. Erste Masche, eine feste Masche. Zweite Masche. 2 feste Maschen in eine Masche. Das macht ihr bis zu eurem Markierer. In der nächsten Runde verdoppeln wir jede dritte Masche, stecht in die erste Masche ein, häkelt eine feste Masche, in die zweite Masche einstechen, eine feste Masche und in die dritte Masche einstechen und jetzt verdoppeln wir. Nochmal in die dritte Masche und verdoppeln. Jetzt wieder 2 feste Maschen, 1, 2 und die dritte Masche wird jetzt wieder verdoppelt. Bis zum Markierer. Um jetzt auf insgesamt 30 Maschen zu kommen von 24, häkeln wir jetzt 3 feste Maschen, 1, 2, 3. Und jetzt kommt die vierte Masche und diese verdoppeln wir jetzt. So, nochmal. 3 feste Maschen. 1, 2 und 3. Und die vierte Masche verdoppeln. Wieder bis zum Markieren. Nachdem wir die vierte Masche verdoppelt haben, verdoppeln wir jetzt jede fünfte Masche. Das heißt 4 feste Maschen. 1, 2, 3, 4. Jetzt kommt die fünfte Masche und diese verdoppeln wir. Wieder bis zu eurem Markierer und jede fünfte Masche verdoppeln. Jetzt in der nächsten Runde verdoppeln wir jede sechste Masche, das heißt 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt kommt
die sechste Masche und diese verdoppeln wir. Zwei feste Maschen in eine Masche. Jetzt wieder fünf feste Maschen und die sechste verdoppeln, wie immer bis zu eurem Markierer. Jetzt in der nächsten Runde verdoppeln wir jede siebte Masche, das heißt, ihr macht sechs feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Und jetzt kommt die siebte Masche und diese verdoppeln wir. Dann wieder sechs feste Maschen, die siebte Masche verdoppeln bis zum Markierer. In der nächsten Runde verdoppeln wir jede achte Masche. Das heißt, ihr macht sieben feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und die achte Masche wird verdoppelt. Dann folgen wieder sieben feste Maschen und die achte wird verdoppelt, wieder bis zum Markierer. So, jetzt verdoppeln wir das allerletzte Mal und zwar jede neunte Masche und das heißt, ihr macht jetzt acht feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und jetzt kommt die neunte Masche und diese verdoppeln wir. Jetzt wieder acht feste Maschen und die neunte verdoppeln, wie immer bis zum Markierer. Wir haben jetzt insgesamt neunmal verdoppelt und jetzt haben wir insgesamt 60 Maschen. Ihr seht ja jetzt auch schon, dass das echt richtig schön derbe ist und man aus diesem Garn einfach ein sehr schönes Körbchen machen kann, weil das Baumwollgarn einfach etwas derber ist. Jetzt geht es weiter. Wir fangen jetzt an, eine Abschlusskante des Bodens zu häkeln. Dazu macht ihr als nächstes eine Kettenmasche. Und jetzt fangen wir an, in das hintere Maschenglied zu häkeln. Das heißt, hier, wo die Nadel lang geht, das ist das vordere. Und hier, das ist das hintere Maschenglied. Und wir behäkeln jetzt nur hier hinten diese einzelnen Maschen mit festen Maschen, damit hier vorne außen dann diese Abschlusskante entsteht, die ihr eigentlich auch sehen könnt. Ich zeige das euch jetzt einfach mal. Also stecht hier vorne in die erste Masche, aber wie gesagt nur in die hintere und häkelt eine feste Masche. Dann geht in die nächste Masche, häkelt eine feste Masche und nur in das hintere Maschenglied. Ich häkel das jetzt mal hier oben bis zur 10. Masche, nur ins hintere Maschenglied und dann zeige ich euch, was ich meine mit Abschluss. Und jetzt könnt ihr hier sehen, die unbehäkelte Seite, seht ihr hier schön diese Abschlusskante mit den einzelnen unbehäkelten Maschen. Das macht ihr jetzt wieder bis zu eurem Markierer. In jede Masche eine feste Masche häkeln. Schön vorsichtig, nicht zu stark ziehen, sonst entstehen zu große Lücken hier, dazwischen, hier. Gut, wenn ihr die Reihe fertig habt, geht es auch schon mit unserem Korbmuster weiter. Seid ihr am Ende angekommen, könnt ihr euren Marker rausmachen. Den braucht ihr eigentlich jetzt nicht mehr, weil die Runden jetzt eigentlich sehr ersichtlich sind. Jetzt die Runde wieder mit einer Kettenmasche beenden, damit ihr einen Abschluss habt. Und jetzt seht ihr ja schon, wie sich das hier leicht hebt. Und jetzt starten wir auch schon mit unserem Muster. Das heißt, wir starten jetzt erstmal mit drei Luftmaschen. Jetzt machen wir einen Umschlag. Stechen hier vorne in die erste Masche ein, holen den Faden durch und ziehen den ganz vorsichtig locker nach oben, so. Und das macht ihr jetzt noch dreimal. Wieder Faden auf die Nadel, in dieselbe Masche rein, Faden zurückholen, ganz leicht nach oben ziehen, dass alle Fäden schön locker und gleich lang sind. Noch zweimal. Wieder schön locker ziehen und noch einmal. Dass ihr insgesamt vier Umschläge gemacht habt, zieht die wirklich schön locker und ihr seht ja, wie schön die hier auf der Nadel liegen.
Jetzt nehmt ihr euren Faden, geht durch alle Maschen durch und jetzt nochmal eine Kettenmasche und fertig ist eure Büschelmasche. Jetzt lassen wir hier dazwischen eine Masche frei. Wir machen jetzt wieder einen Umschlag, überspringen eine Masche, stechen also in die zweite und machen wieder denselben Schritt. Faden durchholen und locker ziehen. Einmal Faden nehmen, in dieselbe Masche einstechen, Faden zurückholen, locker machen, zwei, nochmal in die Masche einstechen, Faden holen, locker ziehen, Nummer 3 und nochmal Nummer 4. Wieder schön locker ziehen, dass alle gleich lang sind. Jetzt wieder durch, alle hindurch mit eurem Hauptfaden. Und jetzt noch eine Kettmasche als Abschluss. Zack. So, hier habt ihr eure ersten zwei Büschelmaschen. Ich zeige es euch jetzt nochmal. Wieder Faden nehmen, eine Masche überspringen, in die zweite einstechen. Faden durchholen, locker ziehen. Das Ganze noch dreimal wiederholen. Zwei und drei. So, wieder schön locker ziehen. Durch alle hindurch und mit einer Kettenmasche abschließen. Hier sind jetzt unsere ersten drei Büschelmaschen. So, jetzt mache ich es noch mal ein bisschen schneller. Faden auf die Nadel, eine Masche überspringen. Vier Umschläge, zwei, drei und vier. Locker ziehen. Durch alle hindurch mit dem Hauptgarn und jetzt eine Kettmasche abschließen. So, ich mache das jetzt bis zum reihen Ende und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt am Ende angekommen der ersten Reihe des Korbmusters. 2, 3 und 4. Geht bei mir genau auf in der letzten Masche. Und jetzt stechen wir hier oben über der ersten Büschelmasche ein, in die feste Masche und machen eine Kettmasche, so dass wir einen schönen Abschluss haben. Und jetzt geht es mit der zweiten Reihe mit Büschelmaschen weiter. Wir machen wieder drei Luftmaschen. Und jetzt häkeln wir zwischen die Büschelmaschen. Eben haben wir vier Umschläge gemacht, jetzt geht es weiter mit fünf. Das heißt wieder wie eben, Faden auf die Nadel, zwischen den zwei Büschelmaschen einstechen, Faden holen, locker ziehen, ein Umschlag, zwei, drei, vier und nochmal fünf. So, jetzt haben wir hier die Schlingen auf der Nadel. Diese maschen wir zusammen ab, machen eine Kettmasche. So, das war auch schon der ganze Zauber. Jetzt geht es hier zur nächsten Lücke, diese hier. Jetzt wieder Faden auf die Nadel und fünf Umschläge. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Diese wieder zusammen abmarschen und eine Kettmasche. So. Und so macht ihr das jetzt wieder die komplette Runde in alle Zwischenräume. Die zweite Runde jetzt wieder über der ersten Büschelmasche mit einer Kettmasche verschließen. So. Und jetzt seht ihr schon, wie euer Körbchen schön an Höhe gewinnt. Jetzt in der dritten Reihe machen wir wieder drei Luftmaschen. Wir haben angefangen mit vier, mit fünf und jetzt machen wir mit sechs weiter. Wieder den Faden auf die Nadel und anfangen Umschläge zu machen. Eins, zwei, drei, vier. 5 und 6.
So, jetzt habt ihr die ganzen Schlinge wieder schön auf der Nadel. Die werden jetzt wieder zusammen abgemascht, mit einer Kettmasche verschlossen. Und fertig ist eure dritte Büschelmaschenreihe. So, ab zur nächsten. Wieder zwischen den zwei in der Vorrunde einstechen. 6 Mal. 2, 3, 4, 5 und 6. Achtet darauf, dass die immer schön nebeneinander liegen, damit euer Muster dann auch schön ordentlich aussieht. So, durch alle durch und verschließen. So, das macht jetzt wieder eine komplette Reihe und am Ende wieder in der ersten Büschel, über der ersten Büschelmasche mit einer Kettmasche verschließen. Eine komplette Runde. Ich bin jetzt mit der dritten Reihe fertig. Wir haben jetzt 4, 5 und 6 hier oben. Und ihr seht schon, wie schön dieses Muster eigentlich wirkt. Einfach nur mit dem richtigen Garn sieht es einfach nur wunderschön aus. Jetzt geht es auch ganz, ganz easy weiter. Und zwar machen wir jetzt einfach wieder alles rückwärts. Und jetzt geht es wieder zurück. Das heißt, wir machen wieder 3 Luftmaschen. Und häkeln jetzt wieder hier in unsere nächste Lücke. Wieder 5 mit 5 Umschlägen. 2, 3, 4 und 5. Wieder die nächste Büschelmasche mit 5 Büschel. Das habe ich deswegen gemacht, damit der Korb so eine leichte Wölbung nach außen bekommt, weil wir ja sozusagen die Büschel etwas zunehmen und jetzt wieder abnehmen und deswegen bekommt der Korb so eine schöne Form. So, also macht jetzt die nächste Runde immer 5 Umschläge. 3, 4 und 5. Und nach der Runde sehen wir uns natürlich nochmal wieder. Und nach der Runde sehen wir uns dann wieder. So, kommen wir jetzt zur letzten Büschelmaschenreihe. 2, 3 Luftmaschen und jetzt natürlich wieder 4 Umschläge. 1, 2, 3 und 4. Ups. So. Das machen wir wieder die komplette Runde und dann sehen wir uns wieder für die Abschlussreihe und natürlich für den Henkel, die jetzt auch kein Hexenwerk mehr sind. Also, bis gleich. So, wir haben jetzt unser Körbchengerüst fertig und jetzt geht es weiter mit der Abschlusskante. Dazu häkeln wir jetzt einfach feste Maschen. Immer direkt über der Masche, der Büschelmasche und dann immer im Zwischenraum eine feste Masche. Dann wieder direkt über der Büschelmasche und wieder dazwischen. Das macht ihr eine komplette Runde, bis ihr wieder am Anfang angekommen seid. Ich bin jetzt wieder am Anfang angekommen, mache jetzt hier noch in der ersten Masche eine Kettmasche und jetzt haben wir eine schöne abgeschlossene Runde. Und jetzt geht es weiter mit unserer Abschlusskante und dafür häkeln wir einfach Krebsmaschen. Das heißt, ihr macht den Faden hier ein bisschen locker und wir häkeln jetzt nicht nach links, sondern wir häkeln jetzt rechts herum. Ihr stecht also mit der Nadel in die Masche davor. Holt den Faden durch die Lücke und geht durch die 2 Maschen. So. Nochmal in die nächste Masche einstechen, Faden holen und eine und mit den Hauptfaden durch die 2 Schlaufen. In die nächste Masche einstechen, Faden durch die Lücke holen, eine feste Masche. Und so häkeln wir jetzt sozusagen eine Runde rückwärts unsere Krebsmaschen. Ich mache das hier mal ein bisschen weiter, damit ihr das Ergebnis auch ordentlich seht. Das macht jetzt eine komplette Runde natürlich. Und dann ist das Körbchen auch schon fast fertig. So.
So habt ihr jetzt hier eine schöne Abschlusskante mit einem tollen Muster. So, ich bin jetzt kurz vorm Ende angekommen. So, die letzte Masche. Jetzt machen wir noch eine Kettenmasche, um die Runden abzuschließen, zu festziehen. Und fertig ist euer Körbchen. Jetzt wollen wir natürlich auch noch einen Henkel häkeln und die einfachste Variante für mich, für euch, wäre jetzt einfach gewesen, wir machen eine Luftmasche und jetzt stelle ich dir hier quer einfach in die Krebsmasche ein. Das geht ein bisschen schwer, wenn ihr die so eng gemacht habt wie ich, und häkelt eine feste Masche, eine zweite. So. Eine dritte, neunte und eine zehnte. Also 10 feste Maschen. Das wird jetzt nämlich hier unser Henkel. Je nachdem, ob ihr jetzt einen flacheren Henkel wollt, müsst ihr natürlich weniger Maschen nehmen, aber ich finde, die Breite passt ganz gut dazu. Jetzt häkeln wir eine Wendeluftmasche, drehen unsere Arbeit und jetzt häkeln wir immer nur ins vordere Maschenglied. Also hier in der inneren Seite ist natürlich die Seite und wenn ihr dann die Arbeit wendet, wieder hier außen. So, und häkeln jetzt in die 10 festen Maschen, ins vordere Maschenglied natürlich 10 feste Maschen. So, jetzt haben wir hier unsere zweite Reihe, jetzt wieder eine Wendeluftmasche und die Arbeit wieder drehen. Und jetzt habt ihr hier schon eure erste unbehäkelte Reihe des eigentlich hinteren Maschengliedes, als wir die Arbeit gedreht hatten. Und jetzt wieder hier ins vordere Maschenglied einstechen und die vordere Masche und wieder 10 feste Maschen häkeln. Und dann Reihe für Reihe, bis euer Henkel die gewünschte Breite hat. Ich werde gleich mal mit dem Maßband messen, wie breit ich meinen Henkel ungefähr gemacht habe und dann bringen wir den auf der anderen Seite noch an und dann sind wir fertig. So, ich habe jetzt ein paar Reihen gehäkelt und denke, dass das jetzt so die Länge ist, die mir ausreicht für meinen Henkel. Ich habe mir jetzt mal einen Zollstock geholt, so circa 11 cm habe ich gemacht, damit es schön locker hier auf der anderen Seite ist. Ich lasse den Faden jetzt etwas länger, schneide den ab, ziehe die Schlaufe einfach raus, dann ist es fest. Spannen wir den Henkel direkt gegenüber auf die andere Seite und mit unserer Nähnadel nähen wir jetzt immer durch 2 Krebsmaschen unseren Henkel fest. Hier oben wieder durch die Masche, durch die letzte feste Masche und dann wieder durch 2 Krebsmaschen. So. Und festziehen. Verknoten wir hier an der Seite unser letztes Stück noch, so eine Schlaufe festziehen und jetzt verstecke ich den Endfaden einfach hier so in unserem Rand. So, festziehen und abschneiden. So, jetzt noch unser Körbchen in Form bringen. Und fertig ist euer Osterkörbchen. Das könnt ihr jetzt natürlich noch befüllen mit Ostergras. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt mir gerne einen Kommentar und abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Ihr findet mich auch auf Instagram, falls ihr mich gerne auf einem Beitrag mit eurem Osterkörbchen verlinken wollt. Und jetzt bis zur nächsten Folge Kümmer-Tutorials.